für Ausländer abgesahnt haben einige, doch für die meisten war nur einer interessant. Stars kamen viele, doch die Schaulustigen, sie wollten nur den einen, nämlich Michael Jackson. Das sonst so ruhige Monte Carlo war nicht mehr wiederzuerkennen. Frank Fastner ist vor Ort. Er ist es leibhaftig, der King of Pop ist da. Michael Jackson auf dem Weg zur großen Preisverleihung mit Lametta-Knieschonern und Zorro-Maske. Mit diesem kurzen Auftritt in der Öffentlichkeit degradiert er alle anderen Stars zu Statisten. Selbst die Fürstenfamilie hat nicht so viele Begeisterungszurufe wie der Sänger aus Amerika. Prinzessin Stephanie und Gemahl sowie Gastgeber Prinz Albert sind trotzdem froh, Jackson in Monaco zu haben. Nur die anderen Stars verblassen ein wenig. Filmdiva Ursula Andres hat Jackson vor 3 Jahren kennengelernt. Sie versucht den Mythos zu erklären. Das kommt nicht von selber, das hat ja das Publikum ihm gegeben. Das Publikum liebt ihn ja. Die Jungen lieben, haben sie gesagt, wie die den ganzen Nacht brüllen, da Michael, Michael, wir lieben dich, wir lieben dich. Jacko macht blind. Wenn die Fans auf ihn warten, nehmen sie einfach nichts und niemand anderes wahr. Noch nicht einmal Weltstars. Auch als Bo Derek aus ihrer Limousine steigt, rufen die Fans nur Michael, Michael. Sorry, sagt sie, ich bin's nur, und entschuldigt sich scherzhaft. Michael Jackson, starr auf dem schmalen Grat zwischen Kultfigur und Selbstinszenierung. Kollegen beneiden ihn nicht. I feel sorry for Michael, because it's no way to live. I mean, es tut mir leid für Michael, denn er kann überhaupt nicht richtig leben. Er ist in den besten Jahren und er sollte seinen Ruhm genießen und nicht darin gefangen sein. Er hat einfach kein richtiges Privatleben. Der Presseraum. Alle Journalisten können von hier aus den großen Auftritt über die Monitore verfolgen. Dann der Doppelfauxpas der Superstars. Der große Meister hat Probleme mit seinem Mikro. Da zitiert er einfach die Prinzessin herbei, die soll es ihm mal richten. Und als er dann mit seinem Auftritt fertig ist, weiß er nicht wohin mit dem Mikrofon und drückt es einfach dem Fürsten in die Hand, wie einem Laufburschen. Der ist völlig überfordert und weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Alle sind sichtlich irritiert. Mythos Jackson, für seinen Manager ist er aber immer noch der Größte. Michael Jackson doesn't seek publicity. Man muss immer daran denken, Michael Jackson will den Rummel gar nicht. Er ist ja nur das Opfer der ewigen Hexenjagd. Mit Jackson lässt sich halt alles verkaufen. TV-Shows, Zeitungen, Magazine. Er hat es halt nicht nötig, jeden Kram mitzumachen, wie die anderen Stars, Partys und so weiter. Michael Jackson ist einfach der größte Megastar der ganzen Welt. Und genauso sehen das auch seine Fans. Sie verharren hier in Monaco, obwohl sie wissen, die Chancen, Jacko zu Gesicht zu bekommen, stehen schlecht. Besser erging es da den Kleinkindern, denn die durften, wie der 3-jährige Jonathan, mit auf die Bühne. Und die 16-jährige Fabienne, hier rechts im Bild, fand's toll. Er war super nett, er hat uns Autogramme gegeben, wir haben Fotos gemacht und er hat mit den Kindern gespielt. Keiner begeistert die Massen so wie er, kein anderer lebender Star hat diese Aura. Der Schweizer Sänger DJ Bobo, selbst ausgezeichnet, sieht das aber eher gelassen. Der kocht auch nur mit Wasser. Seins ist ein bisschen schneller heiß als meins, aber sonst ist das gut. Der Abend ist zu Ende, alle Stars gehen gemütlich aus dem Saal. Nur einer ist schon längst weg, Jacko, auf und davon. Er hat wieder alles getan, um den Mythos Michael weiterzuspinnen.